Der eine oder andere von Ihnen hat es bestimmt schon mitbekommen. Jeden Freitag gibt es bei Finanzmarktwelt jetzt Inside Markets. Da geht es um Aktien heute. Ich habe es nämlich schon gesehen. Um die Deutsche Bank und um Apple, die ja gestern ganz knapp an einem Allzeithoch vorbeigeschrammt ist. Und während Sie das gucken, sitze ich im St. Pauli-Stadion und gucke mir das Freundschaftsspiel zwischen St. Pauli und meinem Herzensverein Werder Bremen an. Ich wünsche viel Spaß dabei und ansonsten ein schönes Wochenende. Bis dann. Servus. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Hier ist Inside Markets von der Frankfurter Börse. Finanzjournalistin Sissi Hartmanek und ich wollen euch die Themen der Woche näher bringen. Und allen voran schauen wir mal auf die Banken. Die Deutsche Bank hatte ja schon harte Einschnitte angekündigt. 18.000 Jobs sollen wegfallen. Jetzt heißt es 9.000 davon in Deutschland. Sissi, das ist schon eine ganze Menge. Und auch die Aktie der Deutschen Bank kommt damit nicht zur Ruhe. Ja, das ist eine ganze Menge. Das ist für die Mitarbeiter natürlich einfach eine Katastrophe. Es war eine Katastrophe, die sich ein bisschen abgezeichnet hat. Natürlich, denn die Deutsche Bank ist wie viele andere Banken in Europa in schwierigem Fahrwasser. Sie hat ja schon viel geändert, den Aktienhandel mit der neuen Strategie verabschiedet, das Hedgefondsgeschäft abgegeben und den Anleihenhandel runtergefahren. All das ist schon passiert und eingeleitet, aber das wird sicher nicht das Ende der Fahnenstange sein. Denn die Situation in Europa mit den niedrigen Zinsen und den sehr hohen Regularien, die einfach viel Geld kosten, die werden weitere Maßnahmen wahrscheinlich nötig machen. Und auch bei der Commerzbank wird es diese Einschnitte geben. 250 Filialen sollen geschlossen werden, 50 neue an attraktiven Standorten dafür entstehen. Jobs werden auch gestrichen und man will sich die Tochter Comdirect möglichst ganz einverleiben. Also wir sehen, auch da wird nach einer neuen Strategie gesucht. Und da stellt sich die Frage, was wird jetzt aus dem Bankenstandort Frankfurt? Ja, das ist eine gute Frage. Der Bankenstandort Frankfurt ist natürlich ein sehr großer und natürlich wird sich hier nicht alles auf einen Schlag verändern, weil eben viel im Privatkundengeschäft vor allen Dingen abgebaut werden wird. Aber es wird sich womöglich eben in den Jobs selber viel verschieben und verändern. Das heißt, viele Jobs, die heute eben in der Filiale sich abspielen am Schalter, die werden sich womöglich in den digitalen Bereich verschieben. Gucken wir mal auf die Wirtschaft. Die Exporte, also die Ausfuhren, das, was Deutschland in die Welt verkauft, sind im August im Vergleich zum Vorjahr um fast 4% gesunken. Also auch da sehen wir jetzt wahrscheinlich schon vielleicht sogar mehr als Vorboten, dass die Wirtschaft sich eintrübt. Ja, ich würde sagen, wir stecken wirklich mittendrin und es liegt zu einem ganz großen Teil tatsächlich daran, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China jetzt anderthalb Jahre schon währt. Ja, und heute ist ja wirklich ein spannender Tag mal wieder. Also wenn wir überlegen, was Donald Trump wieder getwittert hat, dass er nicht so genau weiß, wie er sich den Ausgang der Handelsgespräche so wünscht, dann weiß man, warum die Börse immer wieder unsicher ist. Heute ist sie ja positiv gestimmt, aber mal sehen, Manuel, wie es ist, wenn wir wirklich wissen, wie dieses Gespräch ausgegangen ist. Immerhin, die 12.000-Punkte-Marke haben wir diese Woche wieder kräftig verteidigt. Aber jetzt schauen wir erstmal auf die Top-Aktienempfehlungen der Börsenhaus Trading Akademie. Ja, ich habe schon das neue iPhone 11 und es ist zwar ein gutes Telefon, aber 1.700 € inklusive Versicherung, das ist schon eine Menge Holz. Ob es das wert ist? Sissi, ist denn die Aktie ihren Preis wert? Also Apple war schon immer etwas teurer und die Aktie, die hat ganz ordentlich zugelegt. Also die hat seit Anfang des Jahres 60% an Wert zugewonnen. Und da muss man natürlich immer fragen, ist das gerechtfertigt? Man sieht es jetzt hier nicht ganz, aber im letzten Jahr hat sie eben auch mal deutlich nachgegeben. Dennoch, man sieht, sie ist volatil. Woran liegt das? Naja, es wird immer mal wieder überlegt, ob die Produkte, die Apple derzeit hat, ob die das sind, was die Zukunft auch ausmachen wird. Und ganz lange hat Apple eben nur mit iPhones vor allen Dingen das große Geschäft gemacht, ist jetzt aber langsam auch wirklich umgestiegen auf Dienste, Service-Dienstleistungen. Und damit macht man jetzt einen ganz ordentlichen Teil des Gewinnes aus, Manuel. Nutzt du denn solche Dienste schon? Also ich persönlich freue mich schon auf Apple TV Plus. Ab 1. November kommt das. Das ist sozusagen der Konkurrent dann zu Netflix. Auch ein Streamingdienst. Da sind schon ein paar interessante Serien angekündigt. Apple investiert sehr, sehr viel Geld, um auf diesem Markt den Platzhirschen wie Netflix da Paroli bieten zu können. Und ich glaube, das wird auch noch spannend. Außerdem natürlich gibt es Musikangebote, Spiele werden jetzt kommen. Also Apple gibt da Vollgas, um in diesem Bereich Geld zu generieren. Und welche konkreten Aktienempfehlungen haben wir denn?
Ja, also die Analysten der Tradinghaus Börsenakademie sehen die Aktie durchaus als ein interessantes Investment an. Allerdings muss man sagen, die Schwankungen sind ja beeindruckend. Wir hatten auch ein paar Rückschläge jetzt. Das heißt, man muss schon schauen, das wäre ein Kursziel, ein erstes 233 US-Dollar mit einem Stop-Loss, den man bei 215 US-Dollar sinnvollerweise einfügen sollte. Allerdings könnte die Aktie, wenn sie auf den 200-Tage-Durchschnitt fällt, nämlich von 200 US-Dollar, deutlich auch nochmal zurücksetzen. Also man muss schon ganz genau, wie immer bei Aktien, hinschauen. Letzte Woche haben wir auf Gold geschaut, diese Woche gucken wir auf Silber. Sissy, wie viel ist denn Silber überhaupt wert? Also Manuel, Silber ist vor allen Dingen wesentlich weniger wert als Gold, ist auch ein ganz spezielles Investment, hat nämlich eine viel höhere Volatilität, richtet sich mehr an der Industrie, wie es da läuft, auch aus, denn Silber wird in der Industrie verwandt. Ja, und wer zu Hause Silberschmuck hat, der kann das mal nachwiegen. 100 Gramm entsprechen im Moment im Ankauf in einem Laden ungefähr 40 Euro. Also man merkt, man muss richtig viel Silber zu Hause horten, wenn man es physisch haben will, bevor man tatsächlich ein größeres Investment da zu Hause rumliegen hat. Also wir schauen mal auf die Entwicklung von Silber. Da sieht man auch gleich, es ist unglaublich bewegt, hat aber in diesem Jahr einen Anstieg gehabt, der tatsächlich in wenigen Monaten 37% ausgemacht hat. Also nicht ganz uninteressant, aber jetzt gab es auch einen ordentlichen Rücksetzer. Nicht ganz zu Unrecht, muss man sagen. Ja, was empfehlen die Analysten? Sollte Silber weiter an Fahrt gewinnen, werden Kurse über 18,20 Dollar interessant. Ab da wäre ein Rücklauf an die Hochs aus der letzten Septemberwoche um 18,74 Dollar nach der technischen Analyse auch vorstellbar. Allerdings sieht man technisch, dass bei einem Nachgeben unter 17,50 Dollar auch weitere Rücksetzer denkbar wären. Also ein nicht ganz unriskantes Investment. Und wir schauen jetzt noch auf den Veranstaltungshinweis. Und wenn ihr mehr Wissen zum Thema Trading haben wollt, dann schaut doch auch auf die kostenlosen Börsenseminare der Tradinghaus Börsenakademie. Das nächste am 18. Oktober im Marriott Hotel in Zürich. Ja, und wer mehr Infos will, auch noch auf trading-haus.de. Und wir sagen jetzt... Ja, ein wunderschönes und vor allen Dingen hoffentlich sonniges Wochenende. Das hoffe ich auch. Ich gucke mir mal den Brexit in London an, was es da Neues gibt. Und bis nächste Woche. Happy Friday! Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.